Das Achtelfinale ist vorzeitig erreicht. Die Oranje-Fans können entspannt den Erzrivalen verspotten. Doch auch beim ersten Training nach dem 1:0 gegen Japan ist Druck spürbar. Denn selbst Oranjes Fußballweisen halten den WM-Titel für möglich. Ja, ohne Zweifel. Man hat 21 Spiele nichts verloren. Und das sagt alles über die Qualität. Nicht nur der Mannschaft, aber der ganze Gruppe. Auch Leo Beenhakker kann sich den großen Wurf vorstellen. Anders. Wir haben immer mit diesen Turnieren den Schönheitspreis bekommen, aber niemals den Hauptpreis. Und an diesem Moment glaube ich, dass innerhalb der Spielertruppe und auch mit der Nationaltrainer, ja, dass man versucht, ein wenig praktischer zu spielen und etwas mehr das Resultat, das Überleben zentral zu stellen. Ja. Sie können weit kommen, aber das Gute ist, dass wir die Füße etwas mehr am Boden haben wie frühere Turniere. Und das ist sehr gut für uns, das brauchen wir. Ja. Bayern-Star Arjen Robben, der bei den Siegen gegen Dänemark und Japan wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel fehlte, soll bei dieser WM noch eine entscheidende Rolle spielen. Wenn Arjen Robben sein kann, wie er die letzten Monate in München gespielt hat, das hast du gesehen, er kann das Unterschied machen. Ob Robben im letzten Gruppenspiel am Donnerstag gegen Kamerun schon eingesetzt wird, ist noch fraglich. Mit Arjen geht es gut, haben Sie gesehen. Er hat trainiert mit den Spielern, die auf die Bank gesessen haben. Und er ist noch nicht 100%. Muss dann gucken diese Woche, wie es geht mit ihm. Also ich kann noch eigentlich nichts sagen über das nächste Spiel. Van Marwijk bittet derweil die Kritiker, die der Elftal unattraktiven Ergebnisfußball vorwerfen, um Verständnis. Im WM hat man zu tun mit Mannschaften, die, es geht um ein WM. Also die sind sehr gut organisiert, sehr gut motiviert. Und da muss man auch oft Geduld haben. Eine ganze Woche haben die Oranje-Stars nun Zeit, um sich auf das Achtelfinale vorzubereiten. Bis zum WM-Titel müssen sie noch viele Hindernisse aus dem Weg räumen.